Ihr Fußbälle unter Strom setzen ist sehr effektiv. Siehste. Merkt euch, das ist Leben. Also ein Fußball nie an der Steckdose lagern, sonst ist er besiegt. Demon Bronze erhält 93 EP. Level 14, yay! 93 EP. Knilz. Ich knilz dir eine. Jetzt wechseln. Erstmal zu Demon Bros und dann zu Psycho. Das wird ja nichts hier, ne? Ich versuche mal Steine drauf. Ja, denn das wird nichts. Das kannst du vergessen. Oder? Ich versuch's. Mann, um den Sch... Wow. Dann lass ich das. Hallo! Alter, ist das... Das ist doch nicht dein Ernst, ja. Das mache ich hier auf den Sack. Muss doch nicht. Meine Fresse. Jetzt kriegst du ja richtig auf den Sack hier. Stirb! So lang wollte. Come on. Ja. Das kann Beppo machen. Schon wieder das Pokémon Center. Alter, das ist doch nicht wahr. Ah, jetzt habe ich wieder hier wechseln können, was egal. Ist nicht so schlimm. Stirb. Wurde besiegt. Linde. Unter den Sieglinden. Kennst du den Film unter den Sieglinden? Alter, ist der schlecht. Den Witz meine ich. Also. Naja, das kennt man ja. Das ist gemein! Oma! Ich konnte jetzt schon noch meine Enkelin zum Weinen bringen. Schäm dich! Dafür werde ich dich um Grund und Boden stampfen. Mach dir was gefasst. Ey, Alte, achte auf deinen Herzschrittmacher nicht, dass sie noch einen Herzinfarkt kriegen. Unfassbar, die alten Leute. Es ist ja... Vicky? Ficky. Ficky heißt die. Ficky. Das weiß ich Bescheid. So. Ich weiß, dass der ziemlich gedamaged ist. Ernsthaft. Na gut, wenn ich das jetzt auch mache, ist ja auch nicht effektiv, ne? Ist das dein Ernst? Blödes! Dreckschen. Stirb! Ich hab ein Pokémon? Das geht. Du bist stark, meine Enkelin hatte recht. Oh, mein Herzschrittmacher. Oh, ich glaube, ich muss wieder zum Arzt. Ja, dann geh auch. Und geh mir nicht um den Sack.
wenn du es nicht allzu einig hast, besuche uns doch mal wieder. Ja. Ich hab's aber eilig, weil ich eilig ins Pokémon Center muss. Weil mein Kleinschein ist ziemlich gedamaged. So. Kann man hier noch irgendwie Trainer kriegen oder war das schon alles oder weiß ich nicht. Mal noch rein. Ich war gerade beim Arzt. War doch kein Herzinfarkt. Was? Das will ich gar nicht wissen. Es steht außer Frage, dass du stark bist. Aber wenn du gegen meinen Enkel antreten willst, bringt dir das nur Tränen ein, der Frustration ein. Er ist viel stärker als jeder Trainer, der unsere Familie kennt. Er müsste jetzt gerade eigentlich dabei sein, die Pokémon-Liga herauszufordern. Wie ich meinen Enkel kenne, ist der Mitarbeiter bestimmt schon der Champ. Das will ich gleich wissen. Ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der seine Pokémon so meisterhaft einsetzt wie du. Aber ich muss dir auch sagen, mein Sohn ist stärker als du. Außerdem, weil ich ihn dreimal geknallt habe. Das. Sag mal, was du wirklich wissen. Er hat sogar die Pokémon-Liga herausgefordert. Das solltest du wissen. Das will ich aber nicht wissen. Mami ist stärker als Papi. Ich bin stärker als Mami und Omi stärker als ich. Wow. Mein großer Bruder ist noch stärker als Omi. Wow. Was? Wir benutzen dieses Macho-Band, um die Pokémon im Training noch mehr zu stärken. Da du unsere gesamte Familie besiegt hast, brauchst du es vielleicht gar nicht. Aber wir möchten dir dieses Macho-Band trotzdem gerne schenken. Na gut. Ja, ich will das lieber mit Trainern trainieren, anstatt so. Das ist viel besser. Und es dauert Jahre, bis ich da bis Level 20 bin. Und das wäre echt blöd. Das wäre richtig blöd. Kann ich hier seitlich noch irgendwie Trainer so ein bisschen machen? Ah. Ich werde mit meiner Super Senior-Partnerin verbünden und siegen. Naja. Das werden wir ja sehen. Senior und Junior. Irm und Ida. Irm und Ida ist... Dings kann ich ja lassen. Dann wechsle ich mal Psycho ein. So. Schnüffler. Wie kann man, wenn man einen beschnüffelt, quasi, wie kann man da einen erkennen? Das macht man doch sonst mit den Kuckerchen. Ich weiß nicht. Das ist mir ein Riesen. Erstmal Zigzags waschen. Sieht so braun aus. War bestimmt zu lange in der Kanalisation. Das Zigzags. Muss ich gerade mal sauber waschen. Yay! Yay! Super. So.
Zickzacks ist gewaschen, das ist super. Kann man ja mal machen. So. Oh nein, tut mir leid, Ian. Ich hab dich im Stich gelassen. Was interessiert mich das? Macht das unter euch aus? Das können wir nicht auf... No. Alter, ist das doch nicht dein Ernst. Tag. Du, würdest du gegen meine Pokémon kämpfen? Nö. Scher dich weg. Sonst trete ich dir in den Arsch. Müsst ihr ihn wegscheren? Oh, dann kriegst du ihm einen Arschschritt. Dann kriegst du einen Arschtritt, Arschtritt, Arschtritt. Dann kriegst du einen Arschtritt. Ja, natürlich. Das ist unzuverlässig, ey, ganz ehrlich. Siehst du jetzt, wo ich mecker, geht das? Juhu, Volltreffer. Sauber. Stomonitor. Nein. Ja, 6 Stück? Übel. Aber gut. Wenn alle Level 11 sind, ich meine... Ja, nicht effektiv. Muss ich ja trotzdem hinkriegen. Na gut. Das hat mich überzeugt, das Pokémon zu fixen. Stolonitor ist Wasser am besten. Ja. Wir machen schon. Weil es ja von Typ Stahl ist und Wasser und Metall, Rossen und so. Ja, genau, ich wollte meine Fresse. So. Zack. Sag ich doch. Tschüss. Zickzacks. Ja, wenn das noch Level 11 ist, dann kann man es ja machen. Noch klammheimlich was süffeln. Ja, dann geht das immer. Kann man ja machen. Ist das nicht wehtun, Kopfnuss? Ah, jetzt ist es mal andersrum, Zickzacks gegen Kleinstein. Jetzt ist es mal andersrum. Auch mal lustig zu sehen. Yay, Level 16. Intensität. Intensität ist gut. Das kann ich machen. Einige kann weg. Intensität. Makushita. Nein. Dürfte eigentlich auch effektiv sein. Nö. Macht nochmal besiegt. Super. Und schon wieder für 4, Alter. Ist doch nicht dein Ernst. Oh, gutes Training für Demon Boss. 7. 7 ist ja bekanntermaßen eine Glückszahl. Was ich noch mit Glück habe. Jupp. Super.
Demon Bros erhält 129 EP. Schwalbini. Erstmal noch nicht. Ich hoffe, dass ich das auch mit dem schaffe. Noch steigen. Ja, ich weiß. Yo, super. Erstmal Stein in die Fresse geklöppelt. Oder in den Schnabel, mehr oder weniger. Naja. Blasius, weißt du? Wegen Blasen da. Hm, da weißt du Bescheid. Na gut, ist ja auch eine Frau. Ist das eine Frau? Oder ein Mann? Keine Ahnung. Scheint mir aber eine Frau zu sein, glaube ich. Oder ein Mädel, mehr oder weniger. Nein. 440! Ich werde meine mein Trainingspensum verdoppeln. Wieso? Nein! Ich kann kurz. Was drehen die denn da rum? Oh. Ich trainiere mit meinen Pokémon und bin mit meinen Fähigkeiten echt zufrieden. Warum sagst du mir das bitte? Dodu wird Triadito da in den Kampf geschickt. Hoffentlich fliegt es nicht weg. Ne? Mit seinen nicht vorhandenen Flügeln einfach. Ja. Na, 17. Das wird nichts. Nothing wird das. Nichts. Kombinelli. Brutzel das Dodu. Ich habe nämlich Hunger. Ja, genau, ey. Blödes Dodu. Jetzt ist aber weggebritzelt, ja. Mmh, gebratenes Dodu. Mmh, lecker. Level 17! Yay! 174. Brauche ich gar nicht, brauche ja gar nicht ins hohe Gras, das ist ja super. Außerdem kann ich noch ein paar Kämpfe zeigen und so. Bin eine kleine Kampf-Session gerade. Du scheinst ein sehr guter Trainer zu haben, sehr gutes Training zu haben. Ich würde... Nein! Alter, es ist doch nicht ein Ernst, ey, was soll denn das? Das ist doch blöd. Tag. Die Luft hier ist ganz wunderbar frisch. Und? Wer will das wissen? Geh nochmal spucken, das finde ich. Wird der dir, denke ich mal, hier in der Nähe sein? Ach nee. Ich bin mitten in einem Triathlon, aber lass uns trotzdem kämpfen. Ja. So schön sehen jetzt meine Pokémon auch nicht aus. Ja, trotzdem Zeit. Schon wieder ein Dodu. Ernsthaft. Ja, Alter, ist das dein Ernst? Blödes Drecksvieh. Noch ein gebratenes Dodu. Lecker. Ich habe keine Energie mehr. Tja. Dann leg dich mal an die Steckdose und schlafe da. Dann bist du...
Alter, ist das dein Ernst? Jeder gottverschissene Trainer trägt sich hier mein scheiß Pokénef ein, Alter, was? Haben die gelitten oder was? Ist doch blöd. Es ist so behindert. Ich würde ja gern zwischendurch was essen, aber wir wollen ja nichts vorkauen. Das muss ja nur nicht sein, ne? Ein, zwei Käfersammler. Heute bin ich Käferfreak. Das will ich gar nicht wissen, Alter. Oh, die Liebe zu Pokémon, Alter. Wie kann man mit einem Käfer vögeln? Das... Oh, so ekelhaft. Vor allem mit dem Schmetterling vögeln, ich meine. Vor allem ist er auch schwul, weil der Schmetterling ja da männlich ist. Das ist ja... Nein. 17. Nein, die Intensität bringt nichts. Steinwurf. Ist ja Flug, eigentlich müsste das funktionieren. Muss eigentlich funktionieren, was Steinwurf ist. Weil das auch Flug ist, teilweise. Genau. Ist eine Halbschwäche. So. Weiß ich, meckere immer bei kleinen Steins, weißt du, und wenn man selber eins hat. Ja. Ist manchmal gar nicht mal so schlecht. Willkommen in Level 18. Das ist ja super, Mensch. So cool. Nein, ich will das Pokémon nicht wechseln. Papinella? Ach, auch Flug. Steinwurf. Oh, das ist bitter. Yeah. Aber dennoch besiegt, braves Kleinstein. Am liebsten würde ich es streicheln. Ich wollte meine Brause gerade mit Deckel trinken. Das Alter. Meine Ungeschicklichkeit ist auch ungebrochen. So ist es halt, ne? Wenn man nichts kann. Ich muss schon wieder ins Pokémon-Center. Alter, was ist... Wisst ihr was, Leute? Indessen ich mache hier Laub. Oh, na kurz noch wohl. So, da bin ich wieder. So. Haben wir dessen mal zu futtern geholt. Weiß es hält wie das Display auf, oder? Ich wollte hier auch mal ein bisschen was futtern einfach. Ist ja Weihnachtszeit. Oder es läuft darauf zu. Deswegen habe ich mal... Ihr kennt ja die Sterne, Herzen, Brezen und so Kack. So Lebkuchenmäßig. Während ich hier laufe, kann ich ja ein bisschen was futtern. Mal schmecken. Komm mal, ey. So.
Hier, Alter, ich trampel in deinen Beeten rum. Weil mir die Beete so gefallen. Ein super Ball. Das ist schön. Freut mich. Esst ihr sowas eigentlich auch gerne? So ein Lebkuchen mit Schokolade überzogen und so? Könnt ihr mir eigentlich auch mal in die Kommentare schreiben einfach. Und... Was wollen wir noch reden? Oh. Ich esse gerade was. Bist du nervst du noch mehr Kuchen? Ob du deine Pokémon auch richtig aufgezogen hast, wie so eine Spieluhr. Das geht. Ich zieh die nicht auf wie eine Spieluhr. Oder doch? Ah ja, ich steck den ja immer so ein Aufzugsdingens in den Arsch und zieh die damit auf. Ja, gut, hast mich enttarnt. Ein Windel. Kann ich mit dem Windelmesser aufpacken? Elf. Ah ne, ist effektiv. Lass ich lieber. Ich weiß, Leute, mit Vollmond isst man nicht. Entschuldigung dafür. Ich habe nur Hunger. Ich habe nur Hunger und wollte was futtern. Ohne mir großartig hier was zu kochen zu müssen. So. Ich weiß, Döner und Pizza bestellen, das geht ja alles, aber nur wenn man das Geld hat. So. Funksprung. Bam. Was ich zu Weihnachten auch gerne esse, ist Spekulatius. Die habe ich damals so gefressen einfach. Da waren 4 Packungen pro Woche gar nichts. Was? Schon wieder ein Fußball? Ja. Ich muss Demon Ross und trainieren. Kann ich ja gleich wieder einsetzen. Und wie man ja gelernt hat, einen Fußball unter Strom zu setzen, ist sehr effektiv. Zack, weg ist er. Level 19, schön. Goldini. Mache ich hier nur aus Trainingszwecken einfach. Obwohl Intensität dürfte effektiv sein. Intensität dürfte es effektiv sein. 10. Oh. Nee.